Ja, aber die Jungs sind richtig leichter, wie man dieser Gewicht angesetzt hat, als wie wenn man joggt. Ne? Das ist wesentlich anstrengender, als wie wenn man sich aufs Radlaufen sitzt und die nächste Wirtschaft auf den wartet, oder? Ja, man sollte natürlich das Radl nicht so ernst nehmen wie vielleicht also der Sportradler. Wir haben die Radlkarte schön durchmischt, sodass es immer wieder in gewissen Etappen eine alkoholfreie Wirtschaft gibt mit einem schattigen Biergarten und einer deftigen Brotzeit. Ich selbst habe ja gerade jetzt am besten Himmelfahrt mit den Wirtschaftsunion eine Radeltour gemacht. Eine ganz interessante Radeltour, die übrigens auch zum Kohler nach Hasch genau geführt hat. Die Prospekte machen die Prospekte für die Karte, die wir machen. Und es läuft eigentlich recht gut, man sieht, der Ständer ist fast immer leer. Also ja. Anscheinend wird recht gut angenommen, die Sache. Ganz gut, ein Fürstel, ein Graf da, ein Fürstel. Wenn ich herum bin, wo verbergen ist, der König da und ein Keil haben wir da schon mal an. Haben Sie auch noch? Ja, ich habe vorher auch Respekt. Wir verkaufen auch die Hose, vielleicht haben auch Sie. Es ist gut, dass Sie den Fabian Wolf gewinnen mit 2 Mark. Sie können jetzt dabei sein. Alles Koller, Gastwirt in Aschenau. Jetzt haben wir gerade ganz kurz unterbrechen müssen. Du hast natürlich das Hostel, als jetzt noch einige Bänke reingebracht werden. Denn schon langsam wird es ziemlich voll. Hast du das erwartet? Ich muss sagen, heute in der Früh, wie ich wach geworden bin, habe ich gedacht, oh weh, das Wetter spielt uns also nicht mit. Wir haben also das Fest eigentlich am Donnerstag geplant gehabt. Aber dann haben wir den Neuhausener zuliebe, haben wir also kurzfristig abgesagt, weil die das Feuerwehrfest gehabt haben. Haben wir gesagt, jetzt halten wir es am Sonntag und stellen wir uns nochmal ein schönes wieder. Und tatsächlich haben wir nochmal das gekocht. Ja, der gute drauf zum Petrus, wie lange geht denn das Hochfestteil überhaupt? Ja, wir haben also für 17 Uhr haben wir also eine Verlosung angesagt. Und zwar gab es da zum Gewinner ein Spanferkel, dann haben wir ein Bierfassel mit natürlich mit Inhalt, mit Urfass, 20 Liter. Dann wird ein Ochsensalami und ein Rindsalami verlost. Dann haben wir noch ein Zinterling Gesicht und ein paar Kriegel werden noch verlost und ein Gutschein von unserem Haus aus. Der Lappen muss gleich auf die Lappen, da haben sie mich obergewichst und haben mich strichst. Und wie guter Lappen muss gleich auf die Lappen, da haben sie mich obergewichst und haben mich strichst. Dirndl und am Schindl da, die war halt auch so schmack, die war für mich grad recht, wenn's mir ein Wengerl möcht. Da kommt der Schneckenhansel, noch mit ihrer Hansel, und ich ist schaurig gefriert, und er muss gehört. Da kommt der Schneckenhansel, noch mit ihrer Hansel, und ich schau recht friert, und ihr habt's gehört. Er schaut recht friert, und ihr habt's gehört. Da hat er mit, und danke schön, Frau Katz. Jetzt mit Aschenau. Seid ihr große Feuerwehr? Ich bin unterstützt wahrscheinlich eher neu aus der Feuerwehr, und ich werde jetzt auch nicht. Oder seid ihr zusammen? Das ist eine ganz normale Dorffeuerwehr. Da haben wir ca. 114 Mitglieder. Nein, immer jetzt daher. Mitglieder. Lehrer, und zwar an der städtischen Musikschule Plattin, ne? Ja, stimmt. Was gibst du da für Unterricht, was für Instrumente bringst du deinen Schülern bei? Ja, also hauptsächlich Klavier, ich habe Klavier studiert. Und naja, das Mundinstrument hat sie das. Keyboard. Ist sehr beliebt, ne? Man kann ein Keyboard relativ leicht lernen, weil die Gleitautomatik ist drin, es ist ein Schlagzeug drin, teilweise ist es ja mit Automatikpass und so weiter, mit Memory. Wie schaut es aus? Wie lange braucht man denn eigentlich, bis man ein Keyboard so einigermaßen beherrscht? Thank you.
Zum Sportverein hinterhergehen. Wir haben nämlich auch den ersten Vorsitzenden von Sportverein. Ich bin uns gut wieder an der ersten Versammlung. Das ist der Sportplatz, wenn man gerade erwähnt hat. Ist das auch ein Sportplatz in Anschlaf? Das ist der Trainingsplatz, das war unser erster Sportplatz. Das Grundstück gehört meinem Bruder. Das hat mein Vater damals zur Verfügung gestellt. Und der andere Platz, der Hauptspielplatz, ist ein bisschen außerhalb. Da gehört ein gutes Xaver, ein Bauern in Andorf. Und da hat uns die Gemeinde sehr hilfreich unter die Arme gegriffen. Von der Grundstück gepachtet von einem Landwirt, dass der Sauber einen Ausgleich hat in seinem Grundstück. Und da muss ich schon sagen, das geht über unsere Vereine nicht so. In der Zehnt geht es auch schon los, wenn man die anderen Vereine anschaut, in Deggendorf vor allem oder sonst wo, werden heute schon Spieler gekauft und das ist für uns überhaupt gar nicht interessant. Wir spielen auf der kameradschaftlichen Basis. Wir hoffen unseren Tabellenplatz im vorderen Bereich. Das Einzige, was wir haben im Landkreis Deggendorf den höchsten Schiedsrichter vom Rang her, der wir in der Bundesliga Linienrichter macht, das ist der Gröbe Helmut. Der hat aber nicht vergessen, dass wir noch drei andere Schiedsrichter haben, die wir genau aus ihren Diensten haben. Und die vielen ehrenamtlichen Helfer, das ist also vielleicht auch durchs Radio mit ein kleiner Dank an die ganzen Leute, weil sonst kann man das überhaupt gar nicht bewältigen. Ja, das ist die Rübergänger. Top-Gebrauchtfahrzeuge zu diesem Grundschnabel, neu in Deggendorf in der Heinersberger Straße. Ich möchte eine große Auswahl haben, damit ich ohne die Stürme und die Ruhe umsehen kann. Dann komme ich gerne ins Schmuckparadies. Dort finde ich immer etwas, das genau zu mir passt. Denn mein Schmuckparadies hat tollen Schmuck und schicke Uhren. Schmuckparadies ist das Einkaufsparadies für Schmuck und Uhren in Deggendorf am Mutterplatz direkt. Sind uns 15 geworden und die Turmhalle in Neuhausen wird klar. Jetzt müssen wir uns allein sammeln. Und jetzt haben wir Mittwoch, von 7 bis um 8 Uhr Turnen und wir hoffen, dass wir uns noch mehr dazu kommen. Ist da irgendein bestimmtes Programm? Hat da irgendjemand die Erfahrung, dass es so viele Stress- oder Gymnastikbewegungen? Wir haben zwei dabei, die sind zwar mit Mitten drin und haben da so Vorturnen sich zu angeeignet. Und die dann jetzt dann Vorturnen bei uns. Mhm. Und ja, Gymnastik und Aerobik sowieso, alles was halt ein wenig so dazugehört. Und da machen wir uns wieder ein wenig so fit und auch ein bisschen Spaß und eine Gaudi muss dabei sein. Ihr habt aber auch einen Stammtisch, glaube ich, im Gastronomen. Ja, immer nach der Turnstunde Steffen ist da. Nach der Turnstunde? Da wird dann wahrscheinlich ein wenig geratscht, ne? Geratscht, ein wenig drüber, das gehört dazu. Und ein Weiß, ja, und auch ein Eis dazu, nicht, das gehört auch dazu. Ah, weißt du noch Eis? Weißt du noch Eis, ja, das gibt es schon von der Vielleicht, das kann man also noch nicht sagen. Jetzt darf ich vielleicht kurz mit einflechten. Der Bruder, der wird also 16 Jahre alt. Der muss also in Kürze, am 1. September, fängt der eine Lehre an im Hotelfach in Deggendorf im Parkhotel. Also ganz gut im Reis sind wir dann später in Wirtschaft. Gastzimmer und Gegenzimmer, wie viel Leistungszimmer? Wir haben also im Gastzimmer selber so ca. 40 Sitzplätze und im Nebenzimmer 20. Dann haben wir da auf der Terrasse auch noch 30 Plätze und im Skigarten, die können wir je nach Bedarf abstellen. Es gibt aber auch einen Stand für Festivitäten, also Hochzeit oder Aufbau. Ja, unser Zahlraum, die sind jetzt nicht allzu groß.
Und 200 haben wir also schon ganz gut gehalten da. Aber es ist recht möglich mit Holz und Holzbalken gekriegt. Die Gäste, eigene Metzgerei ist dabei, ja, eigene Landwirtschaft ist dabei, da werden die Produktivisten verarbeitet, wahrscheinlich selber gezüchtet. Genau. Also wenn ich das so noch kurz sagen darf, wir machen seit ungefähr einem Jahr, da haben wir uns spezialisiert auf Ochsenmast, und zwar mit einem Programm Ochsenstallkehr, das heißt also kontrollierte Erzeugung. Und wenn ich vielleicht nicht nur sagen darf, also warum Ochsenfleisch? Ochsenfleisch, das ist also ein Rindfleisch wirklich der Spitzenklasse. Wer einmal ein Siegensfleisch essen hat, das ist ein Rindfleischliebhaber, der isst kein anderes nicht mehr. Und das kann ich auch ganz kurz erklären, warum was das so ist. Durch das Kastrieren in den Stirn kriegen die Kinder einen anderen Hormonhaushalt. Das Fleisch, das wird also feinfasriger und kurzfasriger. Dazwischen lagern sich feine Fettschichten ein. Das gibt dem Fleisch den unangenehmen Geschmack. Denn kein anderes Rindviech hat Deutsch gesagt, dass ich nicht nachweisen kann. Ob das eine Qualität von der Hülsen ist, das Fleisch überhaupt nicht. Ein Ochsen drauf. Die gänge da vorher nicht zusammen. Ich bin der Schwarzer, jetzt haben wir blaue Dusen gehabt. Richtig. Du bist ein ganz bekannter Musiker in Aschenau und in Leihausen auf der Bergjura in Herbergsauber. Machst du ein Instrumentalarbeit? Ja, aber das ist eingerost. Eingerost, dann wäre ich sonst noch was wieder entrosten. Da brauche ich den Arthur. Das gibt es heute nicht. Arthur macht das Becken rein, haben wir auch schon begehrt. Es gibt aber auch andere Mittel noch, wo wir das Becken rein. Jetzt gehen wir weiter. Ich bürger mir von Deckendorf, ne? Und jetzt heute habe ich gesagt, Mensch, jetzt einen Chef von Heinrich mir auf, dass ich einmal meine Radiosendung sehe, weil ich fällt mir daheim, wenn ich Vormittag im Bordlaber bin. Ich habe so ein Treibhäusl dabei und da drehe ich die Musik recht laut auf und dann sagt ich mir, ja, spinnst dann schon wieder. Lass da so laut auf, da wächst dir die ganzen Nachbarn auf. Sag ich, wenn du jetzt noch schlafen hast, um 10 Uhr, 11 Uhr Vormittag, wenn es da losgeht, ne, dann kann mir ja nicht mehr helfen. Das wissen Sie, meine Damen und Herren, das ist ein Stadtrat, das ist von der Sprache her, war ich nicht mehr Bayer, oder? Nein, für den Preis. Also ein Preis, aber er hat zumindest eine bayerische Lederhose noch, Respekt. Ein Preis, das ist richtig. Haben Sie die Infos, oder? Hier ist der Heilig. Wir haben Trachtenverein, ne? Jetzt müssen wir noch den Namen des Stadtrats natürlich noch bekannt geben, ich glaube, er stellt sich selber vor. Zimmer Gerhard. Der Zimmer Gerhard ist das vom Stadtrat Deckendorf. Viel Spaß, darum wissen wir, wo drin. Jawohl, braucht die Bayern begehrt. Braucht du eigentlich gar nicht. Da wäre ein Preis geschlachtet. Er hat eine recht resolute Frau dabei, die wir verteidigen sowieso. Aus dem grünen Sauerland. Ja, wir haben schöne Säure, jetzt bin ich so hoch, viel Wasser. Ja, das ist genau wie jetzt mit Wetter. Aber das Wetter war nicht so gut, das wäre hier unten. Sind Sie zum ersten Mal hier feiern? Ja, das ist nicht so gut. Aber es ist jetzt hier. Ich wünsche Ihnen. Und ich darf Sie zum nächsten Termin wieder einladen, also am nächsten Sonntag ist natürlich wieder da.